Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Verbuchung eines Kaufes von Büromaterial. Dementsprechend habe ich auch wieder eine Übungsaufgabe mitgebracht. Businessfragen.com, also in diesem konkreten Fall wir, kaufen Büromaterial für Euro 130 zuzüglich Umsatzsteuer und es handelt sich hierbei um einen Barkauf. Das heißt, wir bezahlen dieses Büromaterial sofort. Also wir gehen beispielsweise in einen Büromaterialhandel und kaufen dort das Büromaterial und geben gleich das Geld zu oder bezahlen gleich. Sehen wir uns jetzt die richtige Verbuchung an. Auch hier, wie bereits von den anderen Videos gewohnt, müssen wir uns zuerst überlegen, welche Konten benötigen wir. Schauen wir uns einmal diesen Geschäftsfall hierfür etwas genauer an. Das heißt, wir können hier eigentlich sofort erkennen, wir brauchen das Konto Büromaterial. Weiters brauchen wir noch das Konto im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer. Und an dieser Stelle müssen wir uns die Frage stellen, wiederum, handelt es sich um eine Vorsteuer oder um eine Umsatzsteuer? In diesem konkreten Fall kaufen wir etwas und aus diesem Grund haben wir auch die Vorsteuer. Und zu guter Letzt haben wir dann eben auch noch das Thema, dass wir ein Konto für das Zahlungsmittel benötigen und nachdem wir hier eben eine Barzahlung durchführen, also sprich das Büromaterial sofort bezahlen, erfolgt die Verbuchung über das Kassakonto. Das sind einmal so diese drei Konten, die wir hier zur Verbuchung dieses Geschäftsfalles benötigen. Sehen wir uns dann im nächsten Schritt an, um welche Art von Konten es sich handelt und nehmen hierfür einfach auch wieder den Kontenplan zur Hand. Schauen wir zuerst einmal, wo finden wir das Konto Büromaterial. Das Konto Büromaterial finden wir in der Kontoklasse 7 unter Büromaterial mit der Kontonummer 7600. Und nachdem wir es hier in der Kontoklasse 7 finden, wissen wir, es handelt sich um ein Aufwandskonto. Nächste Konto ist das Vorsteuerkonto. Wenn wir uns dieses Vorsteuerkonto suchen im Kontenplan, so finden wir dieses Vorsteuerkonto in der Kontoklasse 2 mit der Kontonummer 2500 und was wissen wir, Kontoklasse 2? Kontoklasse 2 ist ein aktives Bestandskonto. Also hier wieder einfach abgekürzt mit BK für Bestandskonto und Akt für aktives Bestandskonto. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch das Kassakonto, auch hier wieder ein Blick in den Kontenplan und dieses Kassakonto finden wir ebenfalls in der Kontoklasse 2 unter der Kontonummer 2700. Und wie wir es von der Vorsteuer eben schon kennen, aktives Bestandskonto, weil Kontoklasse 2. So, jetzt haben wir mal die Konten, die wir benötigen und die Kontoarten dazu. Jetzt müssen wir uns dann noch überlegen, handelt es sich hierbei um eine Vermehrung oder handelt es sich hierbei um eine Verminderung? Im konkreten Fall hier beim Büromaterial haben wir eine Vermehrung. Das heißt, wir haben hier dann in weiterer Folge eben eine Verbuchung im Soll. Wenn wir dann weitergehen zum aktiven Bestandskonto, also zur Vorsteuer, dann wissen wir auch hier, dass wir hier eine Vermehrung haben, weil die Vorsteuer des Kontos ja höher wird und dementsprechend haben wir dann eben hier eine Verbuchung im Soll ebenfalls, weil Vermehrung von aktiven Bestandskonten im Soll. Und im Unterschied hierzu haben wir dann beim Kassakonto
keine Vermehrung, weil wir bezahlen ja was. Das heißt, das Konto wird weniger. Dementsprechend haben wir zwar wiederum ein aktives Bestandskonto wie bei der Vorsteuer, aber keine Vermehrung, sondern hier eine Verminderung. Und aus diesem Grund wird die Kasse im Haben verbucht. Ja, jetzt wissen wir mal schon, wie der Buchungssatz lauten muss. Der Buchungssatz muss lauten Büromaterial plus Vorsteuer an Kasse. Zu guter Letzt müssen wir uns jetzt aber noch überlegen, wie hoch muss der Betrag sein oder müssen die jeweiligen Beträge sein. Wir wissen hier, wir haben einen Betrag von 130. Dieser Betrag von 130 beinhaltet aber noch nicht die Umsatzsteuer. Das heißt, wir müssen die Umsatzsteuer noch ausrechnen bzw. den Bruttobetrag ausrechnen. Hierfür nehmen wir einfach diese 130 und multiplizieren diese mit dem Prozentsatz. Also jetzt gehen wir in Österreich oder nehmen wir das Beispiel Österreich mit 20% Umsatzsteuer. Wenn Sie in Deutschland sein, bitte einfach die 19% nehmen oder in der Schweiz eben ihren Umsatzsteuersatz bitte einfach verwenden. Bei den 120 ist dann einfach so, dass wir die 130 mal 1,2 multiplizieren. Und wenn wir das dann in den Taschenrechner eingeben, 130 mal 1,2, kommen wir auf 156. Also diese 156 wären jetzt der Bruttorechnungsbetrag. Und dementsprechend müssen wir hier dann noch von diesen 156 die 130 des Nettorechnungsbetrages abziehen. Dann kommen wir auf eine Umsatzsteuer von 26 Euro. Das heißt, dementsprechend wissen wir jetzt einmal, dass wir Büromaterial für 130 einkaufen. Das wissen wir, das kommt in Soll. Das heißt, wir müssen es auf dem jeweiligen D-Konto dann im Soll eintragen. Umsatzsteuer haben wir 26. Auch hier wissen wir, haben wir schon herausgefunden, die Verbuchung erfolgt im Soll. Deswegen auch hier im D-Konto auf der Soll-Seite. Und zu guter Letzt den Gesamtbruttobetrag, den wir bezahlen müssen, über die Kasse mit 156 Euro, also hier ausgerechnet. Somit haben wir in Haben die 156 beim D-Konto einzutragen. Vielleicht noch ganz kurz hier mit diesen 1,2. Sie können natürlich auch hier auch mit 120 multiplizieren und dann wieder durch 100 dividieren. Aber so ist halt einfach der schnellere Weg. Und vielleicht noch abschließend ein kurzer Tipp zum Rechnen. Bitte, also ich habe mir angewohnt, immer, auch wenn es einfache Rechnungen sein, welche man auch im Kopf lösen könnte, den Taschenrechner da zu verwenden, weil so die Fehler halt einfach deutlich vermieden werden können. Und aus diesem Grund empfehle ich hier wirklich immer einen Taschenrechner zur Hand zu nehmen. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.